Leute, hier ist der Flo und der... Colin. Von den Small Brothers. No, God! No, God, please, no! 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 Heute erzählen wir euch ein bisschen was über eine Pfeife, beziehungsweise was erstmal eine Pfeife ist, was eine Wasserpfeife ist, die erstmal aufgebaut ist bis zur Rauchsäule runter. Die Base wird dann euch der Colin erklären und die Bowl dann auch noch. Dann erstmal ein bisschen was zu Pfeifen allgemein. Es gibt welche, die sind aus Holz, aus Edelstahl, aus Aluminium, aus Messing. Also es gibt viele verschiedene Varianten, die halt Pfeifen von der Materialbeschaffung her sind. Wir haben jetzt hier eine Alu-Pfeife als Beispiel genommen. Diese besteht in der Regel halt aus Aluminium. Nice. Weshalb man sie auch färben kann. In unserem Fall ist diese jetzt Rose Gold. Eloxiert. Eloxiert wird. Und dadurch kann man halt eine weitaus weitere Farb... Mischung. Man kann eine große Farbpalette abdecken. Und somit auch speziellere Pfeifen in spezielleren Farben sich erwerben. Das Tauchrohr ist in der Regel immer aus V2A Edelstahl. Dadurch das Tauchrohr nicht rosten oder ähnliches. Wodurch die Pfeife auch nicht irgendwann mal ekelhaft wird. In der Regel, wenn man sie ab und zu mal durchwäscht, sollte da nichts passieren. Kommen wir zu den Kohletellern. Das ist ja so das Erste, was unter den Kopf kommt. Diese sind oft ziemlich rund. Es gibt auch eckige oder Kohleteller in einer Kronenform, gibt es auch viele. Wir sind dafür da, um die Kohle aufzufangen. Und dafür ist dieser Teller da, damit ihr irgendwo die Kohlen unterbringen könnt. Diese gibt es auch in Aluminium, Glas oder Edelstahl. Viele davon sind geschraubt, das heißt, ihr habt die Pfeife einfach nur draufgesetzt, der Teller, und wird zusammengeschraubt. In unserem Fall haben wir eine Schlifflösung. Das heißt, es gibt verschiedene Schliffe von diesen Anschlüssen. Es gibt einmal 18,8 und 14,4 sind eigentlich die Schliffe, die so am bekanntesten sind oder am gängigsten halt. Bei diesen Schliffanschlüssen ist das relativ genormt, wodurch man quasi fast jeden Kohleteller, wenn es eine Schliffpfeife ist, auf jede Pfeife draufsetzen kann. Das soweit zu den Tellern. Wie gesagt, verschiedene Materialien. Es gibt auch welche, die sind komplett aus Glas. Das ist aber mehr sowas fürs Auge. Dann kommen wir zu etwas Wahlweisen, was man jetzt nicht unbedingt zum Rauchen braucht. Das ist der Molassefänger. Den gibt es auch in verschiedenen Varianten. Hier haben wir einen in einer Diamantform von Smokezilla direkt. Der ist einfach nur da, dadurch, dass ihr da oben Molasse verdampft. Kann es sein, durch den Zug, den ihr darauf anwendet, dass ab und an mal ein bisschen Molasse durch das Loch durchfällt. Dann theoretisch in die Pfeife rein. Dadurch wird das Wasser verfärbt. Deswegen hat man sogenannte Molassefänger. Die fangen einfach diese Tabakbröckchen auf, dass halt nichts unten ins Bowlwasser kommt. Gibt es auch verschiedene Varianten. Hier haben wir nochmal einen runden auch von Smokezilla. Ja, soweit zu den Molassefängern. Kommen wir dann noch zu den letzten paar, den ich euch erzähle. Das ist die Rauchsäule. Die schraube ich dafür mal ab. Das geht wieder nicht. Ja, bauen wir einfach mal das ganze Ding hier auseinander. Das ist die Rauchsäule hier oben, das ist dieser Part. Die Base, da wird euch der Colin noch was zu erzählen. Ja, die Rauchsäule ist einfach nur eine Verlängerung zwischen der Base dann, also hier der Base, den Kopf halt. Hat wieder auch nur den Sinn, um den Weg des Rauches zu verlängern und somit den Rauch abzukühlen. Dann gebe ich dir mal hier das Zepter in die Hand, damit du weitermachen kannst. So, hier der Shisha-Kühlchen am Start, ne? Also, wir kommen hier mal zu unserer Rauchbase, die wir haben. Erstmal ist es hauptsächlich der Anschluss, um die Rauchsäule mit der Bowl zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten davon. Hier haben wir eine, ich sag jetzt mal dazu, eine leichte Schraubbowl. Ist ein ganz grobes Gewinde, das heißt, wir machen nur eine wirkliche Drehung und dann zack, sitzt das Ding auch schon. Es gibt noch verschiedene, zum Beispiel, das ist auch einfach nur eine Steckbowl, die wir hier haben. Genau, die wir hier haben, wo das Ding einfach nur draufgezimmert wird. An der Rauchbase befinden sich dann erstmal die Anschlüsse für den Schlauch. In unserem Fall ist das jetzt das hier diese 18,8er Anschluss. Ihr könnt aber auch hier Rauchbaser, einfach nur der Schlauch, der Silikonschlauch, so draufgesteckt. Wenn ihr euch eine Shisha holt, würde ich euch auch immer empfehlen, erstmal diesen schönen Silikonschlauch zu nehmen. Ist erstmal besser sauber zu machen und hält auf jeden Fall. Es gibt nämlich auch noch, wenn ihr wirklich dann in Richtung traditionelle Shisha geht, gibt es da noch so diese Lederschläuche und sowas. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr die ordentlich sauber macht, weil die können auch von innen zum Beispiel schimmeln. Deswegen würde ich immer zu standardmäßigen Silikonschläuchen empfehlen. Genau, wie Flo vorhin schon erzählt hat, 18,8er Anschluss geht wunderbar. Sollte man immer mal so ein bisschen reindrehen, damit die Schliffe nicht irgendwie zerkratzt werden oder so. Deswegen immer in einer leichten Drehbewegung. Das habe ich vorhin bei den Molassefängern auch vergessen.
die niemals einfach so reinstecken. Kann durchaus möglich sein, dass das Glas splittert und das ist nicht so cool. Deswegen in einer schwungvollen Drehbewegung den Blasefänger einsetzen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen dran ziehe, ne, dann ist es bombenfest. Das heißt, ich muss auch wieder eine leichte Drehbewegung machen, um das auch rauszuholen. Ne? Hier in dem Fall haben wir 4 Schlauchanschlüsse. Ist cool, können natürlich mehrere Leute dran ziehen, aber ich sag mal so, wenn einer zieht, kann der andere nicht gleichzeitig ziehen, weil hier das mit einem Kugelsystem vielleicht... perfekt. Weil das mit einem Kugelsystem gelöst ist. Dadurch, dass wir hier überall Kugeln drin haben, kann man diese Pfeife leider nicht auspusten. Das heißt, wenn ihr mal merkt, boah, der Tabak kratzt gerade, die Hitze ist zu heftig, wäre schön, wenn ihr mal die Pfeife raus und auch reinpusten könntet, wie hier. Genau. Und da könnt ihr ganz einfach den ekligen Rauch, wenn er gerade so sehr kratzt, einfach rauspusten. Geht in dem Fall nicht, außer ihr macht natürlich eine Kugel raus, aber könnt dann die anderen Anschlüsse dafür nicht. Deswegen, aber gerade als Anfänger würde ich auch zu einer empfehlen, die jetzt erstmal vielleicht nur einen Anschluss hat, dass ihr auch schön ordentlich auspusten könnt. Nach dem Tauchrohr, das Tauchrohr einfach, was nach unten in die Bowl geht. Die Bowl ist immer ungefähr mal hoch. Ja, die ist jetzt ein bisschen dreckig, aber... Ja, die ist ein bisschen dreckig. Also, normalerweise ist unten das kleine schwarze Ding nicht dran, was ihr seht, bei der Smoxilla zumindest. Das ist ein Diffuser, da kommen wir gleich dazu. Das Tauchrohr, ihr solltet ungefähr die Füllung 2 cm über das Ende des Tauchrohrs machen, damit der Rauch relativ angenehm ist. Sag mal, wenn ihr zu wenig Rauch habt, merkt ihr, dass es vielleicht ein bisschen kratzt, ein bisschen sehr warm ist der Rauch und so passt es. Wenn ihr aber zu viel Wasser in der Bowl habt, kann es sein, dass ihr durch die Blasen, die sich dann natürlich beim Ziehen bilden, kannst du nochmal kurz ziehen, dann sieht man es hier, die Blasen. Ja. Kann es sein, dass ihr Wasser nach oben zieht und das dann in eurem Schlauch landet. Dann habt ihr halt dann beim Ziehen mal ein bisschen was getrunken, ist aber nicht ganz so lecker. Sprechen aus Erfahrung, genau. Dann müsst ihr mal den Dödel so ein bisschen ausschütteln, das ist nicht schön. Deswegen schaut, dass ihr einen optimalen Wasserstand habt. Ihr merkt das auch ein bisschen, wenn ihr zieht am Schlauch. Ob der Schlauch so ein bisschen mitvibriert, mitwackelt, dann ist meistens zu viel Wasser. Wir haben jetzt hier noch von Smoxilla einen Diffusor dran. Der sorgt einfach nur dafür, dass die Bläschen kleiner sind. Kleinere Bläschen heißt auch, dass es weniger das Wasser so nach oben schnellt. Und ihr könnt natürlich, dadurch, dass das Tauchrohr auch verlängert ist mit dem Diffusor, könnt ihr weniger Wasser reinmachen. Wir machen es bei der Pfeife jetzt zum Beispiel so, wenn die drinne wäre, dass genau bis zu diesem Rand hier, ein kleines bisschen drüber, über den Diffusor ist. Würde jetzt der Diffuser nicht dran hängen, dann ist es immer so Pi mal Daumen, eine Daumenlänge in etwa, das genau. Sind so 2 cm, über den Tauchrohrende das Wasser anzusetzen. Ja, genau. Das wäre es jetzt eigentlich schon zu dem groben Funktionsprinzip, was wir bei der Shisha alles für Komponenten haben. Und ja, Bowls könnt ihr natürlich nochmal verschiedene wählen. Es gibt jetzt auch welche mit schönen Verzierungen und sowas. Alles Mögliche, was ihr auch gucken könnt, gerade bei den Smoxillas ist cool. Da könnt ihr auch verschiedene Bowls nehmen, weil die Anschlüsse meistens variabel sind. Oder da einfach eure Shisha selber konfigurieren, wie ihr wollt. Andere Bowl dran und schon passt das. So, haben wir irgendwas vergessen? Nee. Ich glaube, das wäre es eigentlich erstmal. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie so eine Shisha aufgebaut ist, auf was ihr vor allem beim Kauf noch achten müsst. Ja, holt euch auf jeden Fall eine. Ist gerade cool während Corona. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall guten Rauch. Guten Rauch.